Miau. Yo Leute, was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von unseren Jack Alliance 3 Let's Plays. Und wir sind diesmal schon direkt hier drin, denn ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Und zwar haben wir vor, hier den Außenposten anzugreifen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wir könnten nochmal in unsere Waffen reingucken, weil ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn wir die Waffen nochmal mit Silencern ausstatten. Und außerdem hatten wir ja hier auch nochmal Klamotten gefunden. Da wollte ich nochmal schauen, weil zum Beispiel hier sehen wir doch direkt schon, da ne, haben wir auch bessere Sachen jetzt. Müssen wir austauschen. Das heißt, wir schauen nochmal kurz hier rein. 30, 40, 40, 30, 30, 30, 30, 40, 40, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 40. Also gut, Fox und Buns könnte man mal mit ein bisschen was Besserem ausstatten. Zum Beispiel könnte man mal hier was Besseres auf den Kopf setzen. Und ihr mal. Also, das Ding ist natürlich richtig scheiße, weil es noch nicht mal die Arme protected. Aber haben wir jetzt auch nicht die Wahl. Dann machen wir mal hier. Aber warte mal, ist das ein 40er schon? Ne, ist es noch nicht. So. Hier. Jetzt haben wir noch eine 40er. 40er, 40er, 30er. 40er, 30er, 40er. Er hatte 30, 30, 30, dann kriegt er die jetzt noch. So, weiß nicht, ob wir die jemals noch brauchen. Eine von denen kann ich auf jeden Fall schon mal verschrotten. So. Okay, cool. Prima Bella. Jetzt brauchen wir noch Silencer. Ich weiß nicht, hier drauf ging das, glaube ich, nicht, oder? Nee. Aber auf den AKs geht es auf jeden Fall. Wir hatten eigentlich nur 6 Schuss. Achso, wir könnten da die 58 reinmachen, dann kann die andere aber nicht mehr nachladen. Weiß nicht, wie super gut das wäre. Aber davon brauchen wir auf jeden Fall neue Muni. Hier, da gibt es bestimmt auch keinen Silencer. Alter, was wir für geile Waffen jetzt mittlerweile haben, ist ja abartig. Aber hier gibt es Silencer. Und zwar ist hier das drauf und wir wollen aber das. Super. Und sie hat einen Silencer drauf, ja. Und Barry Unger bekommt das auch noch. Ich habe mich nämlich jetzt nochmal dazu entschlossen, dass wir das machen, weil ich der Meinung bin, es ist schon sinnvoll, auch nicht direkt die Aufmerksamkeit von allen auf sich zu ziehen. So, wie viele Medizin und Bauteile haben wir denn? 168, 126. Wir haben viel Schießpulver. Wir müssen auf jeden Fall neue Muni machen. Das ist ganz wichtig. Aber nicht jetzt. Ein andermal. Fox hat noch da das Ding. Ja, das können wir einfach mal auffüllen. Keine Ahnung. Das hier können wir auch mal auffüllen. Dann wissen wir wenigstens ungefähr, wo wir stehen. Der Rest sieht gut aus, huh? Würde ich sagen. Schnell speichern. Und jetzt machen wir das Ding hier. So, was haben wir denn hier? Wir haben 2 Raketenträger, 2 Scharfschützen, 3 Schützenveteranen, 3 Überfallanführer und 5 Marodeur-Veterane. 15 Gegner und davon auch noch 2 Raketenwerfer und 2 Scharfschützen. Das wird auf jeden Fall ein Krampf. Aber schauen wir mal. So. Ah, hier geht's ja direkt los. Direkt ein Marodeur-Veteran hier. Ja, weiß jetzt auch nicht. Ich würde sagen, dann platzieren wir uns halt alle einfach hier so volle Pulle. How can I assist? Warte mal, sie muss den Angriff machen, den What do ersten. you want? Barry Unger. So. Kann ich die jetzt schon alle? Ne, kann ich nicht. Okay, sie muss jetzt gleich direkt schießen. Da darf ich jetzt nicht zu lange abwarten. Ich muss gerade mein Telefon rauskramen, damit ich ungefähr eine Ahnung habe, wie lange diese Aufnahme schon geht. Oder wie lange diese Aufnahme gehen wird. So, let's go. So, auf den Kopf. Oh, das ist nicht gut. Oh, damn. Sorry. I'm using a new hand lotion. Okay, dann müssen wir das jetzt nochmal machen. It Das hat leider nicht geklappt. won't hurt me anyway. Wir machen erstmal in den Kopf. Und dann machen wir hoffentlich nochmal in den Kopf. Was ist denn jetzt los? Warum kann denn der uns jetzt schon angreifen? So eine Scheiße. I could do this blindfolded and tied up. Ach komm schon, triff jetzt mal den Kopf. Ach du. Ready.
Wer hat denn hier noch eine AK? Du hast eine AK. Ich will jetzt mal sehen, wie du ihm mit dem Silenced AK hier in den Kopf ballerst. Das will ich sehen. Na also. Ah, die Moral steigt und ist hoch. Wegen inspirierender Schlag. Das ist gut. Wo sehe ich nochmal die Moral? Ich dachte, die sehe ich hier irgendwo. Egal. So, erstmal wichtig wäre, ihn hier zu verbinden. Du kannst dir ja das schon mal schnappen. Von mir aus kannst du auch den schon mal looten. Hat schon wieder so eine Hose. Dann brauchen wir die auf jeden Fall nicht mehr. Ja. So, sobald alle verbunden sind, bitte alle mal in die Hocke und Schleichmodus. So. Dann schauen wir mal weiter. Ist Morpheus jetzt schon geheilt? Sieht irgendwie nicht so aus. Warum hat das nicht geklappt? Auf jetzt. Na also, der ist wieder bei vollem Leben. Und alle müssen schleichen. So. Und sie muss eigentlich vor. Jetzt laufen wir erstmal hier außen rum, gucken uns mal an. Hier werden bestimmt irgendwo welche sein. Hier oben im Lager sicher auch. Schauen wir erstmal hier unten. Da auf jeden Fall. Wir könnten hier hinten dran stehen. Das sieht nicht schlecht aus. Oder? Haben die hier Deckung? Das sieht man jetzt wieder nicht. Ne? Okay. Toll. Aber man kann auf jeden Fall auf die schießen von hier. Das ist ja schon mal gut. Bringen wir alle hier in eine Position. Ja, ich könnte jetzt eine Granate dahin werfen, aber ich glaube, schießen ist einfach besser, oder? Komm. So. Wir können. Ja, wir probieren es, oder? In den Kopf zu schießen. Ich meine, was soll ich denn sonst machen? Ich könnte auch ein Salvenfeuer machen. Aber ich glaube, wir sind immer noch im positiven Bereich bei den Plussen. Wir haben 3 Plus durch Zielen, 1 durch Treffsicherheit und 2 Abzug. Oder halt hier. Komm, wir machen jetzt einfach ein Salvenfeuer. Das war bestimmt nicht so schlecht. So, und jetzt können wir nochmal mit wem anders schießen. Ich überlege, ob wir vielleicht den guten Barry Ungar nehmen und hier mal eine Granate reinwerfen. Ah nee, das würde ja schon wieder extrem laut machen. Wir können ja erstmal. Oder warte mal, Ebans hat auf jeden Fall die bessere Zielsicherheit. So, und jetzt können wir den hier zweimal angreifen. Machen wir auch mal Salbenfeuer. Achso, dann kann ich nur noch. Da kann ich immer noch zweimal angreifen, aber nicht ranzoomen. Oder einmal Dollar ranzoomen. Ich glaube, das machen wir und dann machen wir es so. Mist, das hat nicht gereicht. Das wäre schön gewesen. Passiert jetzt nochmal irgendwas? Irgendwie hängt es gerade, das Spiel. Hallo? Achso, ich darf einfach, okay. Dann machen wir das. Jetzt lasst uns mal ganz kurz nachdenken. Wolf hat natürlich die krasseste Waffe, aber die ist nicht gesilenced. Wir probieren es erstmal mit den gesilenceden Waffen. Wir haben den hier schon ordentlich. Warte mal, wo sehe ich denn? Ich sehe es gar nicht, okay. Ich dachte, man sieht vielleicht, wie viel Schaden die schon genommen haben, aber wir machen es einfach so. 2 Schüsse mit jeweils 6. Komm, nochmal. Die gehen einfach nicht down, scheiße, ey. Okay. Fox hat noch silenced Weapons. Probieren wir es mal auf den Kopf. Ja. Achso, der erste ist ja eh mal dreimal rangezoomt. Komm, wir probieren es jetzt einfach mal. Ein bisschen Glück. Scheiße, ey. Ich
würde sagen, wir probieren es einfach nochmal. Wir müssen nämlich, wie ihr rechts oben sehen könnt, auch noch 5 Kopfschüsse erzielen. Können wir es wenigstens mal probieren. Zählt das? Ja, das zählt da als Kopftreffer, seht ihr? Das ist ja ganz gut, dann schaffen wir das hier nämlich. Ich weiß gar nicht genau, kriegen wir wahrscheinlich einfach mehr Erfahrung, schätze ich mal. Ich weiß gar nicht genau, was da passiert. Der ist auf jeden Fall sehr laut. Der ist auch sehr laut. Und sie hat halt eine Sniper. Na ja, gut. Kann die Unterbrechung? Nee. Kann der jetzt mal bitte draufgehen eigentlich? Ich habe das Gefühl, der hält richtig viel aus. Geht das vielleicht? Ne? Ein Treffer in den Kopf. Was kostet denn... Ach komm, wir können sogar nochmal einmal mehr. Komm, 11 von 13. Sehr schön. Das ist doch eine wunderbare Sache. Und jetzt haben wir hier noch 2 Leute übrig. Und jetzt können wir auch ein bisschen laut sein, denke ich mal. Also, weiß ich nicht. Hoffe ich. 7. 15. Ja, nochmal. Geil! Richtig gut. Jetzt schauen wir nochmal, muss irgendjemand geheilt werden? Ich glaube, wir haben überhaupt gar keinen Schaden bekommen. Mega geil. Das gefällt mir sehr. Oh Gott, da drin fliegt alles in die Luft. So. Okay, wir müssen uns mal kurz sammeln. Wir müssen weiter vordringen. Und hier ist so ein Turm. Und wenn wir da auf diesen Turm drauf könnten, das wäre phänomenal geil. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber warte mal. Doch, es geht. Ich weiß nicht, ob wir mit allen da hoch sollten. Hier sind ja auch erstmal gar keine Gegner. Lass uns erstmal neue Gegner suchen. Die ganzen Sachen einsammeln, kommen wir ja später noch. Also bisher läuft es so gut, dass ich sogar mal speichere. Hier oben ist bestimmt was. So, Fox geht vor. Okay, da sind welche. Da können wir uns wieder hier hinten hin platzieren. Irgendwie gibt es hier sehr passende Deckungen immer. Wo hier hinten vielleicht noch passender. Weiß gar nicht. Naja, das wird schon gehen. So, warte mal, wir drehen die Kamera mal so. Don't tease me. Ready. Okay. Er müsste sich hinlegen. Vielleicht geht er hier hin. Oh, das sieht gut aus. Oh, da habe ich Bock drauf. Ich glaube, er kann hier einfach den Pegel, den Angriffspegel so haben. Oh, ja, das ist ein riesiger Angriffspegel. Das gefällt mir. Den machen wir so. So. Oh, da ist noch jemand. Shit, die habe ich nicht gesehen. Ah, das ist nicht so toll. Vielleicht sollten wir dann doch lieber hier rüber. Oh Mann, das gefällt mir nicht. Hier oben ist aber ein Treibstofftank. Den könnten wir bestimmt auch irgendwie in... Alter, da ist ein MG. Das ist schlecht. Okay, den müssen wir knacken da oben. Dann gehen wir doch darüber. Keine andere Option. Dann müssen wir zuerst den da oben holen. Ich hoffe, wir werden nicht gespottet. Aber soweit ich das erkennen kann, werden wir es noch nicht. Und jetzt muss sie halt irgendwie noch ein Stück... Oder meint ihr, die kann von hier schon gut treffen? Naja, gut treffen ist was anderes, aber wir probieren es. Salvenfeuer auf den Kopf. Ich speichere mal. So. Na gut. Immerhin haben wir einen Kopftreffer erzielt, was ja schon mal super ist. Aber tot ist da niemand. Vielleicht mit der Shotgun, das ist immer so stark. Kann aber auch nur den Kopf treffen. Na gut, es gibt Schlimmeres. Treff mal. Yes! Oh, der ist so gut. Aber da oben stehen noch 2 weitere, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Die da hier kriegen gar nichts mit, das ist ja herrlich. Dann lasst uns mal up-aimen. Hier oben dieses MG auf jeden Fall. So, Vicky kann auch noch auf jeden Fall up-aimen.
Ich denke mal, dass die schon, wenn dann hier an dieses MG kommen, oder? Zwei auf MG, zwei auf das MG. Sie kann ja hier abähmen. I will watch over this area. What? Er hat sowieso hier noch, falls die Don't aufmerksam werden. Und die kann ja einfach mal so querfeld ein. Ready. Und ich glaube, dann haben wir alle. Ich bin mal gespannt. Oh nein, jetzt laufen die da unten lang. Das kann nicht dein Ernst sein. Da denkst du, die sind clever und gehen zu einem MG. Das war gut. Oh, jetzt sind aber viele von da. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Das war echt ein scheiß Überwachungsmove, den ich da gemacht habe. Okay, das ist... jetzt überwachen die sich da gegenseitig sozusagen. Das ist ein bisschen dumm. Aber wir finden eine Lösung. Kannst du von hier jemanden angreifen? Okay, wir probieren mal, weil das ist ja schon auch eine geile Waffe, die sie hier hat, dass wir mal mit voller Offensive in den Kopf 27 Schaden, da kann ich mich eigentlich nicht beschweren. So. Hier ist keine Deckung. Hier ist nur so halbe Deckung. Erstmal gucken, ob unser guter Barry Unger hier, wie weit er so werfen kann. Hallo? Plötzlich war der Sound weg. Ich hoffe, der Sound ist wieder da bei euch. Da war irgendwas komisch. Das könnten wir machen. Dann fliegt hier vielleicht das Auto in die Luft, was ja auch nicht schlecht wäre. Aber so ganz überzeugt bin ich davon auch noch nicht. Aber wahrscheinlich besser als nichts. Der hatte ja auch schon Schaden genommen. Komm, wir machen das mal. Leise sein, ist nicht vorbei. Okay, das Auto ist in die Luft geflogen. Das ist ja schon mal gut. Ach, guck mal hier, wer ist denn... Ah ja, da steht die Teammoral hoch. Sehr gut. Hast du jetzt noch 6 Punkte? Ist ja gar nicht mal so schlecht. Einzelschuss. Ich muss in den Unterleib eigentlich noch Treffer machen. Das ist der andere Quest, aber jetzt gerade keine Zeit für so einen Hackmack. Na gut. Was ist das hier nochmal? Löst keine unterbrechenden Angriffe aus. Der trifft den natürlich nicht. Der hat auch gar keine Reichweite auf den. Dann muss er halt... Ups, der hat gar kein Ziel? Okay, das ist schlecht. Dann muss er halt dahin. Das müsste gehen. Ach so, natürlich. Er hat ja die Schrotflinte. Das hatte ich schon wieder vergessen. Das ist natürlich viel zu weit weg, aber wir probieren es jetzt einfach mal trotzdem. Ach. Yes. Gut, die beiden sind durch. Er ist durch. Jetzt haben wir nur noch sie. Ja, mit ihr kommen wir vielleicht sogar mit ein bisschen Glück. Ihn treffen. Komm. Ach, den können wir da auch nicht treffen, obwohl es da so stand, dass es eigentlich ginge. Ach, so ein Scheiß. Was machen wir denn da? Soll ich jetzt mit dir abaimen da? Sieht nicht so vielversprechend aus, aber naja, habe ich eine Wahl. Puh, na gut, dann halt so. Yes. Ihn würde ich sogar lassen. Der kann 4-mal angreifen gleich und da werden jede Menge reinlaufen. Yes. Und bei ihr muss ich jetzt mal überlegen. Also sie kann sich's eigentlich nicht erlauben, hier einen abzubekommen, deswegen würde ich eher in Deckung gehen. Oder auch abaimen. Vielleicht sogar in die Richtung. Weiß gerade gar nicht. Doch hier, oder? Ach, das triggert. Boah, haben wir ein Glück. Okay. Wusste gar nicht, dass es das triggert. Vielleicht schießen wir mit ihm auch einfach mal. Wie ist denn da die Situation? Ach so, dann triggern wir ja auch wieder den... Nee, komm, wir warten mal ab. Wir warten mal ab und schauen uns das an. Alter, diese Waffe ist gut. Brrp. Kriegt gut einen geschenkt. Und jetzt haben wir sogar noch eine Trophäe erhalten. Das kann nie schaden. Das war nur ein Streifschuss. 3 Schaden. Schlimm. Oh, Alter, wie die alle sitzen. Hammer. Ja, der war nix. Aber der kriegt halt auch richtig
Jawohl, der ist down. Der kriegt halt auch richtig die Ammo abgezogen. Ne? Da müssen wir echt aufpassen, dass wir die Ammo hier nicht so rausballern. Guck mal, 40 Schuss waren das schon. Ach du Scheiße, das können wir nicht die ganze Zeit machen. Klar, das ist jetzt ein gefährlicher Kampf und das ist schon wichtig. Deswegen ist es jetzt mal okay, aber boah, das ist viel. I could do this blindfolded and tied up. So, komm, du machst lieber einen Einzelschuss. Der erste ist ja immer dreimal rangezoomt. Den können wir auch im Kopf machen. Yes. This won't hurt a bit. Well, it won't hurt me anyway. Zack, zack, zack. Sie macht das gut hier. Ich kann mich nicht beschweren. Und dann kann sie sich selber nochmal verarzten. Wir müssen auf jeden Fall jede Menge Munition herstellen, wenn der das hier dauerhaft machen soll. Yo. Ich weiß gar nicht genau, welche Munition das Ding benutzt. Wo steht denn das? Steht jetzt hier natürlich wieder nirgends, ne? Sehe ich nur beim Nachladen. What's the plan, Chief? Könnten hier rüber. Ja, das kann man machen. You got it. Get ready for a wolf bite, baby. Zack, zack. Schade. So, wie ist das mit dir? Du gehst mal dahin. Plus 1 Beweglichkeit. Na, eindeutig. Bei all den Movement, das sie gerade an den Tag legt. Snipe ihn weg. Krass, die hat ihr irgendwas weggeschossen und trotzdem den noch erwischt. Und jetzt haben wir hier noch unsere beiden Kandidaten. Bunce und Barry. Ich glaube, wenn sie jetzt nochmal trifft, dann könnte das tatsächlich reichen. Ach. Und so täuscht man sich. Barry Ungard kannst du ihn treffen, kann er nicht, Mist. Good position to shoot. Hm, eigentlich trifft er sowas selten, aber probieren's mal. Ja. Komm. Ja, das war irgendwie abzusehen. Jetzt müssen wir hoffen. Put your hands up, I dare you. Guck mal, der hat eigentlich noch nichts gemacht und wurde von unserem Mini-Mini-Minigun weggefegt. Schon ziemlich stark. Not bad. We might make a soldier out of you yet. Aber die Munition, die wir dabei verbrauchen, ist halt absurd. Wir werden hier jetzt den Gelegenheitsangriff, oder wie sich das nennt, triggern, wenn wir das benutzen. Deswegen probiere ich erstmal was anderes. Hier, guck mal, er hat doch das da. Löst keinen unterbrechenden Angriff aus und entfernt das sogar, wenn er trifft. Oh yeah. Jetzt läuft's auf jeden Fall. Tom, jetzt machen wir Salbenfeuer mit. Da-da-dam. Ja, geil! The ammo is getting low. I wouldn't be getting too confident. We still have company. So, was ist denn das hier für eine. Warum steht denn das da jetzt nicht? Ich kann jetzt gar nicht auf rechte Maustaste nachladen drücken, aber okay. Yes? Okay, wir sind noch nicht fertig. Hat er uns gerade gesagt. Ich will jetzt erstmal mit ihm das hier machen. So, und jetzt kann ich alle anderen erst wieder überhaupt aktivieren. Alle verborgen. Fox, wen kannst du noch heilen? Niemanden. Wahnsinn. Na dann. Speichern. Oh, hier gibt's gleich richtig viel zu looten. Und dann müssen wir Munition herstellen. Es wird echt wichtig, Munition herzustellen. Hier oben wäre eine gute Position. Oh, hier ist eine MG, ne? Ja, das wird geil. Das können wir uns natürlich nehmen. Okay, wer wird das benutzen? Vielleicht mal... Vicky? Silently. Nice. They'll never see me. Und die anderen? Which is kind of a shame, frankly. Gehen hier runter? Don't tease me. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Vielleicht von der Seite? They'll never see me. Which is kind of a shame, Bunce, frankly. Du wirst gleich entdeckt. Wobei, wir können jetzt auch hier. Habt ihr so das Gefühl? Dass Fox
Jetzt schießen wir. I think I can do this one from behind. Das war eigentlich nicht, was ich wollte. Oh, hier sind noch 1, 2, 3, 4 und das sind eine Rakete und ein MG. Und noch eine Rakete. Ah, Raketenangriff. So. Sie steht da ganz schön im... wie nennt sich denn das? Im Kreuzfeuer. Vielleicht geht sie dahin, aber irgendwie gute Deckung hat sie hier nirgends. Ist die vielleicht hier noch am besten? Uiuiui, ich hoffe, dass das nicht gleich richtig aufs Maul gibt. Vielleicht fangen wir erstmal so an. Nice and easy. Vielleicht fangen wir erstmal so an. Oh ja. Oh, jetzt haben uns aber alle gehört. You learned well from me. I'm proud. So, vielleicht wäre die Taktik auch einfach zurückziehen. Wenn die da alle durch dieses MG laufen müssen. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Taktik. Oder zumindest nicht komplett zurückziehen, aber nur ein Stück zurück. Zum Beispiel könnte er einfach hier oben drauf liegen. Oder noch besser, vielleicht hier oben auch. Ja, dann hätte ich einfach direkt auch hier oben platzieren sollen, ich Trottel. Wir gehen jetzt mal hier hin mit ihm. Kann sich ja schon mal hinlegen. Ah, ne, kann er nicht. So. Und dann Überwachung bitte. Ach, scheiße. Wieso geht denn das nicht? Der kann hier gar nicht um die Ecke schießen. Der kann nur hier hinschießen überhaupt. Wie viele hast du denn noch? 9? Scheiße, das habe ich ein bisschen falsch eingeschätzt. Dann muss er jetzt hier hinziehen. Still undetected. So, Betty Unga kann das hier machen. Die kann das hier machen. Haben wir dann alle? Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wolf is on the prowl. Ja, das ist ja easy gelaufen. Kann er von hier, guck mal, er hat da sogar Reichweite auf die, auf den da hinten aus irgendeinem Grund nicht. Wahrscheinlich, weil er geduckt ist, aber das machen wir jetzt so. Und sie kann gerade keinen treffen, das ist ein bisschen schade. Aber vielleicht können wir mit ihr auch mal... kann man leider nicht drehen, aber okay. Er könnte mal hier hinkommen. Den brauchen wir auf jeden Fall im Vorwärtsgang. Und ja, es ist nicht ideal, aber er wird mir jetzt hier so abähmen. Genau, sie kann nichts machen. Sie bleibt einfach im Überwachungsmodus. Ist sie das überhaupt? Keine Ahnung. Kann sie gerade niemanden treffen, ne? Okay. Wir könnten eine Blendgranate werfen. Ach, das geht schon wieder nicht so weit weg. Könntest du beide treffen? Nee, ne? Schade. Dann geh mal dahin. Dann kannst du bestimmt weiter werfen. Aber immer noch nicht weit genug. Bisschen schwierig, das hier mit dem... Ah doch, guck mal. Können wir noch die Autos mitnehmen? Fliegen die vielleicht in die Luft? Das wird auch gut. Ja, das hat funktioniert. Den Typ werden wir aber nicht mehr looten können. Was ist das denn für ein Gesplatter? Mega. Okay, gut. Kannst du auch noch schießen? Nee, kannst du nicht. Aber du kannst noch überwachen? Nee, kannst du auch nicht. 6 plus 9. Dann kannst du dich vergraben. Und kannst du treffen? Nein. Dann geh mal dahin. Und jetzt würde ich ganz gerne sehen, dass du da nochmal einen Treffer landest. Ah, ich dachte, dann legt es vielleicht um. Leider noch nicht. Where to? Vicky hat jetzt leider hier oben gerade kein Ziel. Das war ja eigentlich eine super geile Idee mit dem MG, aber es passiert nicht so viel. Vielleicht sollte ich die da tatsächlich abziehen. Vielleicht kann sie nämlich von hier den treffen. Ja, oder vielleicht auch nicht. Naja, immerhin bis dahin. Das können wir mal ausprobieren. Und sie... This is too hard for me. And that's not something I say very often. Muss ich sie jetzt wieder nach vorne holen? Das war eigentlich nicht mein Plan, aber vielleicht mache ich es doch. Komm, sie geht einfach noch mit hier vor. I'll do my best.
Bisschen unentschlossen, aber ich glaube, wir haben die Sachen noch unter Kontrolle. Yes? Morpheus, hast du freien Schuss? Target locked. Kinky. Was ist denn das für ein Quatsch? Das wollte ich überhaupt nicht. Warum macht er das? Jetzt hat er... Okay. Ich reg mich schnell auf. Wenn du schon wieder einen von uns getroffen hast, reg ich mich auf. Pass auf. So, wir brauchen dringend mal einen ordentlichen Treffer. Der hier verbraucht mir einfach gerade zu viele Muni dafür, dass er gar nichts macht. Ich glaube, den müssen wir mal umplatzieren. Der trifft von hier nämlich nicht. Vielleicht von hier. Noch besser von hier vielleicht. Moving to position. So. Wolf is on the prowl. Gucken, ob er hier... Es ist so knapp, ne? Egal, wir probieren es. Sie kann von hier bestimmt nicht treffen. Ne. Aber von hier... Ja, toll. Siehst du, dass du treffen kannst. So wird das nix. Bans, vielleicht kannst du was retten. Fight just like sehr my sister, schön. Only less Hungarian. Okay, und er kann hier hin? Yes. Okay, so muss es jetzt gehen. Ach so, Gott, wir haben sie ja noch. Das ist natürlich nicht schlecht. Vielleicht geht sie dahin. I'll do my best. Mal schauen. Das können wir machen. Ich glaube, das wird gut. Müsste man nur noch treffen. Oh, wow. Okay, das hat gesessen. The Lord smiles upon you, brother. Oh. Shoot! Drag those warriors back where they came from. Hier. Ich glaube, lieber Freund, das war's. Der wird's nicht lange machen. Und, waren das alle? Anscheinend nicht. Na gut, dann müssen wir halt nochmal so ein paar Einstellungen hier machen. Monica Sundergaard hier. Ich werde diese Area überwachen. Nehmen wir einfach mal diese Richtung hier noch. Ich kann ja mal hier hinten noch abdecken. Berry Unge in die Richtung. Und dann... So, würde ich sagen, eine Runde abgeben und abwarten. Aha. What's on your mind? So, sie trifft wahrscheinlich nicht, aber man soll das ja nicht aufgeben. Alter, sie hat heute ihren Tag, oder? Richtig gut. Richtig gut, komm nochmal. Ha! Krass, wir haben's. Das war's. Achso, ihn müssen wir noch befreien. So. Einmal alle hier hoch. Und dann Fox, du darfst heilen. Wer muss denn geheilt werden? Hier einmal du selber, scheinbar. Wer noch? Niemand? Ja, das ist ja mal überragend. Boah, jetzt wird's gut. Jetzt werden wir nämlich alles looten hier. Wo fangen wir an? Hier oben. Das wird spannend. Da habe ich Bock drauf. So. Erhöht die Gesundheit. Zweimal das Buch. Hammer gut. Und? Ja, das erhöht ja wohl eindeutig die Stärke, hm? Und was haben wir hier noch? Achso, das ist unsere Propaganda. Ja, aber das ist ja richtig gut. Können wir die Dinger... Ne, können wir nur bedienen. Let's move. Heading out. Okay.
So, dann schauen wir uns hier unten nochmal um. Ich glaube aber hier war nichts. Gehen wir mal hier. Ah, warte mal, doch, hier ist was. Achso, das ist wieder so ein Stuhl. Ich verstehe nicht genau, vielleicht ist das einfach nur ein Gag. Aber ich weiß nicht, was es soll mit dem... MG42. Was haben wir denn hier eigentlich für MGs? Das ist auch ein MG42 und da sind 84 Schuss drin. Alter, geil. Guck mal, wir können hier entladen. Das Teil mal hier rüberlegen und dann kann er mal das hier nehmen, weil what the fuck, ist ja richtig geil. Nachladen. Was ist das dann für eine Muni? Wir nehmen jetzt einfach mal ganz kurz die Standard hier rein. Ah ja, das ist eine Standard. 762mm NATO. Und hier ist drin 556 Standard. Boah, davon brauchen wir dringend mehr. Und was hat eine AK? 762 oder so, ne? Ja, okay, von der haben wir genug. Scheiße, 556 brauchen wir dringend. Und dann auch noch hier die, also 556 für die MGs. Bin ganz ehrlich zu euch, der hat jetzt hier eine Shotgun, die er eigentlich immer benutzt. Und es funktioniert auch super mit der. Wie viel Schuss haben wir eigentlich noch mit der? Ja, auch unendlich viele. Brauchen eigentlich noch eine Shotgun. Und vielleicht sogar noch eine MP5. Die habe ich vorhin weggegeben, aber... Na, eigentlich auch nicht, weil die AKs sind besser und davon haben wir genug Schuss. Ich weiß nur gerade nicht, was ich mit der MG machen soll, wem ich die geben soll. Ob wir die überhaupt benutzen, weil er benutzt sie ja jetzt schon kaum. Naja, gut, wir nehmen die mal mit auf jeden Fall. Eine MG wollen wir jetzt nicht liegen lassen. Aber ich benutze sie jetzt nicht direkt. What's the plan, Chief? Okay, hier unten gibt es noch richtig viel Kram. So, was ist denn das hier? Eine Sprengfalle, da müssen wir Vicky hin schicken. Was? Das sehe ich nicht ein. Was? Nee, warte mal. Hä? Ich möchte mal ganz kurz gucken. Oh nein, was habe ich jetzt gemacht? Okay. Habe ich direkt davor gespeichert, oder? Möchte ich jetzt nochmal kurz herausfinden. Ah ne, da habe ich noch gar nichts gelootet gehabt. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal Glück haben, dass die Sachen noch da sind und wir nichts anderes bekommen. Okay, scheint so. Dafür können wir es jetzt aber schnell machen. We have agreement. What are the chances I'll find a decent bottle of conditioner? Okay, sehr gut. Das ist also derselbe Loot. So. Yes. Das war eine Sprengstofffalle dann scheinbar. Da ist sie natürlich nicht gut drin. Wer ist denn gut in Sprengstoff? Unser Barry Unger. How can I assist? So, speichern. Probieren wir es nochmal. Device disarmed with precision. So nämlich. Und jetzt muss es Vicky aufmachen. Werde ich irgendwann auch nochmal rauskriegen, was hier was ist. Eine Uzi und ein Chip. Chip, sehr gut, sehr gut. Uzi, meh. Nehmen wir mal mit, aber meh. Yes? No sweat. So, weiter geht's. Hier ist eine Kiste. Oh. 556! Ja, die 44er brauchen wir nicht, aber Alter, das ist ja genau, was wir brauchten. What's the plan, Chief? Das ist doch das hier für ihn, oder nicht? Zack. 99 Schuss plötzlich wieder. Als wäre es abgezählt gewesen, dass wir gerade verballert haben. Can do. Davon brauchen wir natürlich jetzt mehr. Mehr guter Loot, bitte. Ein Raketenschuss-Ding. Davon haben wir schon eins, und zwar ein repariertes. Das heißt, das Ding wird entladen. Jetzt müssten wir hier zwei... Oh, jetzt haben wir hier eine HE-Rakete und eine Mörder... Das ist jetzt... Zwei Schuss haben wir jetzt mit dem Ding. Okay. Weiß nicht, ist das was, was wir behalten sollten? Ich glaube, ehrlich gesagt... Gott, jetzt bin ich... Oh nein, jetzt kann ich es nicht mehr ablegen. Jetzt haben wir zwei von den Teilen. Jetzt haben wir ja auch noch dieses M14, wo ich noch nicht ganz sicher bin. Das war ja eigentlich besser als eine AK. Das wollen wir auch behalten. Dann muss ich jetzt anfangen, Sachen kaputt zu machen. Und zwar fangen wir mal hier mit der Uzi an. So, hier haben wir nochmal das MG. Ich drücke die Sachen jetzt mal alle hier runter. Okay, also jetzt haben wir jetzt zweimal einen Raketenwerfer. Jetzt müssen wir eigentlich auch anfangen, den zu benutzen oder den kaputt zu machen. Ich weiß, viele sagen wahrscheinlich, nein, er macht den Raketenwerfer kaputt. Wie dumm ist er denn? Aber wir benutzen ja noch nicht mal den und der hat 100%. Also machen wir erstmal das. Hello. Let's get a move on. Hacken. Geld. We're moving.
Ah, geil. Diamantenlieferung. Guck mal, hier haben wir jetzt auch wieder zwei. Richtig gut Asche ist das. We should check this out. Okay. Hier noch irgendwas? Let's go. Noch mehr Altmetall. Order accepted. Hier ist schon wieder eine MG. We will do. Davon waren hier richtig viele. Gut, die sind hier alle komplett zerfetzt wegen unserem explodierenden Auto. Aber hier unten müsste ja noch irgendwo was sein, oder? Moving. Metall. Let's go. Ich speichere nochmal, bevor wir in Minen laufen oder so. We're on it, Chief. Hier ist noch ein bisschen Kram. Ist jetzt gar nicht so viel gewesen, wie ich dachte, aber ich meine, allein die Muni für das MG war es wert. So, war ich jetzt schon überall? Ich glaube, tatsächlich war ich jetzt schon überall. Mal ganz kurz drüber gucken, aber hier ist nichts mehr. Nee. Nee, das war's. Aber dann haben wir den Außenposten geklärt, was ja auch immer wieder sehr, sehr gut ist. Wundervoll. Dann gehen wir mal in die Satellitenansicht. Hier sollten wir wahrscheinlich Miliz machen, aber ich habe da jetzt keine Zeit für. Ich habe jetzt Bock eigentlich, das hier zu clearen. Ich glaube, das ist auch nicht so stark. Ich weiß nicht genau, was das für Einheiten sind. Warum kann ich das dann nicht genau angucken? Kann ich mir das denn... Ich möchte genau wissen, was sind denn das hier, wo das 6 Stück von sind? Muss ich mir jetzt die Gesichter merken, oder was? Kann auch nicht sein. Weil, schaut mal, hier unten ist ein inaktives Krankenhaus und da ist so ein so grau und es hat so ein Schloss dran. Und das hier ist zumindest grau, aber ohne Schloss dran. Aber hier ist auch eine Reparaturwerkstatt. Da will ich nämlich hin, weil damit kann man Munition herstellen. Wisst ihr was? Es wird gespeichert. Und ich glaube, wir gehen jetzt hier zu dieser Mine. Ah, da müssen wir hier drüber sogar. Aber ist egal, das machen wir jetzt mal. Da will ich jetzt mal hin. Yes. Hier, diese Diamantenlieferung werden wir leider nie bekommen. Gehen wir mal nach Landsbach. Schauen wir uns mal Landsbach an. Guten Tag. No sweat. Oh, hier gibt es ja direkt viele Sachen. Gut, dass ich hierher gekommen bin. Bauteile. Hacken. Erstmal das Ding nehmen. Oho! Mörsergeschosse nehme ich natürlich gerne an mich. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Mörserding haben. Das ist jetzt aber eine Falle, genau. Das kann sie ja wohl. So, zeig's her. Was ist das? Ach, zwei Teile. Na super. So, er hier ist irgendwie wichtig. Take a hike if you don't want some trouble. Okay, wir wollen keinen Ärger. Well, it's not the shopping trip I wanted. Medikamente. Was steht hier? Kampfstimulantien kaufen. Das machen wir. Kampfstimulantien. Stimulantien haben wir gerade gekauft. Wo sind die denn jetzt gelandet? Hier in unserem Vorrat? Wie sehe ich sie nicht? Hä? Ach, das da sind die. Einmalgebrauch. Zusätzliche AP. Verringert Energie, nachdem der Effekt endet. Okay. Ist aber gut, oder? Ist eine gute Sache. Dann sollten wir vermutlich noch überlegen, wer hier diese Sachen bekommt. Am wenigsten Leben. Vicky hat wenig Leben und... ja, Vicky hat wenig Leben, sehe ich gerade. Muss einfach Vicky geben. Wo ist sie denn? Ganz unten. Ja, die hat hier sehr viel geladen. So, Vicky, du nimmst mal so ein Teil. Dann ist sie auch bei 80. Und dann gebe ich es einfach noch Buns, weil ich mag Buns. Das ist jetzt meine wissenschaftliche Analyse, warum ich es ihr gebe. Ja gut, und hier erhöht Kraft. Was haben wir denn hier? Kraft 88 bei Wolf. Wollen wir Wolf auf 90 holen? Das wäre natürlich geil. Oder machen wir Morpheus stärker? Ne, Morpheus ist weak as f. Machen wir Wolf mal richtig stark. Das finde ich eigentlich ganz gut. Dann
90 ist bestimmt ein Schwellenwert. Falls es sowas in diesen Spielen gibt, haben wir ihn soeben erreicht. So. My friend, if you want to buy some more, come again tomorrow. I am always. Masalam, be strange, but don't be a stranger. If your throat is too dry, your nose is too clean, or your wife is too tall, better call Maul. Okay, du bist der Maulwurf und jetzt? Salam, come, my friend, come. Ja. What's your poison? Was gibt's hier noch? Schau uns einfach erstmal ein bisschen um überall. Vielleicht gibt's noch irgendwas blauen. The gas tank was ruptured. They fix that in the later models. Got something here, man? So, oh, guck mal da. Das ist doch gut. Das hier geben wir mal Vicky? Keine Ahnung, hat Vicky? Oh nein, 18. 18 ist zu wenig. 48. Wolf könnte das haben. Achso, Wolf hat schon so ein Ding. Haben alle schon so ein Ding? Nee, Barry. Barry hat 21. Vicky hat... Ja, das ist beides sehr wenig. Machen wir mal so. Und das kommt in unseren Vorrat. We're moving. Of course. Lohnt sich auf jeden Fall, diese Bereiche anzugucken. Und hier muss ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht unbedingt rein. Understood. Let's move. Weiß nicht genau, was das soll. We should take a closer look at dass this. Wir da nicht rein können. Ich speichere mal. Gucken, ob wir einfach rein können. Auch eine Brechstange. Wolf hat eine Brechstange. Was? Der Kraftcheck ist fehlgeschlagen. Der hat 90 Kraft, Leute. Ja, dann kann das keiner. Okay. Halb so wild. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Mine, oder? Ich habe es jetzt noch nicht ganz gerafft, ob wir die jetzt überhaupt übernehmen können, weil die sieht so aus, als wäre sie gar nicht feindlich. Aber wir schauen uns das mal an. We have agreement. Wie kann ich jetzt diese Mine haben? Anscheinend gar nicht, ne? Ich muss Beef anfangen wahrscheinlich mit denen. We move with certainty. Follow me. I have spotted a thing that wants an investigate. Was ist das? Bauteile? Yes. Ich glaube, wir sind umsonst hier, Leute. Ich glaube, wir müssten... No sweat. Mit Siegfried, so heißt nämlich hier Siegfrieds Wache, irgendwie Beef haben, damit wir das überhaupt einnehmen können. Irgendwie sehe ich gerade nicht, wie das geht. Wie kommen wir jetzt hier rein? Vicky, du kannst doch sowas, oder? Sehr gut. Komm mal hier rein. Geil. Eine richtig gute Hose. Und noch Infos. Das geht auch schlechter. Hier vielleicht noch irgendwas? Ja. Nehmen wir auch mit. Those tablets may even be cursed. If it was me, I smash them and run out of there, holding my breath the whole time. Do I look like a fool to you? That's exactly what I did. Can do. I have found a thief. Da ist noch ein bisschen was. Und hier drin ist auch noch was, was wir holen können. 50er Standard. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Ja, eigentlich... Ah, guck mal, hier oben ist Siegfried von Essen. Siegfried von Essen. Wenn wir den jetzt bekämpfen, kriegen wir diese Mine wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Müssen wir mal schauen. Dafür gibt es ja die Speichertaste. Wenn hier alles verschlossen ist, brechen wir es halt auf. Junge, noch mehr Mörsergranaten. Ist das der Mörserboy? Hier oben ist auf jeden Fall noch mehr. I'll be listening. Da können Let's wir mal get moving. Hoch. Order accepted. If you were my guests, I would offer you some of my finest selections of brandies. However, I do not recall inviting any of you into mein Haus. Into mein Haus. Perhaps you will forgive me if I ask a blunt question. What do you want? Tja, der deutsche Siegfried. Wir interessieren uns für die Mine. Don't think that I didn't notice you coming to Landsbach.
I am perfectly aware of every step you make, AIM mercenaries. I know you are after the diamonds. Everybody wants the diamonds. Tja. Ah, yes. Straight to business. I appreciate that. As I'm sure you noticed, the mine is heavily guarded. My security force is exceptionally well trained and conditioned. I would not dare to test them if I were you. I do not keep the mine well guarded for reasons of greed. I have all the wealth I need. No, the mine is important to me for reasons that extend a great deal beyond financial security. Did you find ancient relics down there or something? If you found a golden idol, don't try replacing it with a bag of sand. Aside from extracting diamonds, the area around the mine is a place where I conduct other business. Recently, something related to this business was stolen. Okay, vielleicht müssen wir jetzt erst was für den holen. Vielleicht können wir diese Mine auch gar nicht übernehmen. Hm. Diesel. I don't know why, but several gallons of it were stolen from me. It may seem trivial to you, but I am not talking about the normal kind of diesel. It is their special to me. Could be dangerous. Diesel is not most ideal of explosive fuels, but it can still create destruction of noteworthy magnitudes. I need it back. Unfortunately, investigation is not something my men excel at. Aha, guck mal hier. But I suspect you do. Help me retrieve what was stolen, and Landsbach Diamond Mine will be yours. I am done with this place, and I've no wish to fight you for it. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. I don't know who might have stolen it, but I do know it was not stolen from here. A van was transporting my diesel to a location I do not wish to disclose. The van left here on schedule but never arrived. I suspect it was ambushed en route. As you can see, I don't get out much. I have few personal contacts. You should probably ask around in town and see if someone might know more. A good place to start is nightclub. I imagine many of the patrons know a good deal about local criminal activity. If we're gonna be jamming in a club, that place better be dropping some serious reggae beats, man. Nun gut. Hm. Dann müssen wir wohl doch in diesen Club da. Do not be fooled. Das ist not a techno club. It is an arena. The diggers like to go there to satisfy them. The club is open every night in the warehouse near the docks. I let Bounce handle this enterprise, as I do not enjoy mingling with them. Okay, dann kommen wir da jetzt hin. Das ist ja schon mal toll. You will excuse me if I do not show you to the door. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, cool. Das ist natürlich super. Jetzt müssen wir schon wieder Detektivarbeit machen. Beats me, Chief. My German is worse than my French, and not. Wer hat denn viel Weisheit? Stay away from my desk. You have no business there. Barry. Barry hat viel Weisheit, ernsthaft? This is German, and of course I can read German, as any properly educated person should. Menschlichen Wachstumshormonen. Okay, verstehe ich nicht, was das bedeuten soll. Ach, guck mal, noch eine AK-47. Ich weiß ja nicht, ob wir sowas brauchen. Was hat die da für Modifizierungen? Verbesserte Verlässlichkeit und verbesserte Angriffe. Ja, ist halt schon mal eine AK mit Verbesserungen, aber ich weiß nicht genau, ob wir die mitnehmen sollten. Was für eine Munition kommt denn in die hier? Auch die
Ach nee, das ist eine andere. Oh. Das einzig Gute an diesen Teilen ist, dass man die so leicht nachladen kann. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ein richtiges Platzproblem, aber einpacken wollen wir sie mal. Und dann müssen wir mal anfangen auszusortieren und auch noch andere Sachen zu machen. Hier ist doch, wenn ich mich nicht täusche, eine Reparaturwerkstatt. Nee, verdammt, hier ist überhaupt gar keine Reparaturwerkstatt. Doch, hier ist eine Reparaturwerkstatt. Hier werden wir jetzt mal ein bisschen Zeit verbringen. Genau, das heißt, was wir machen wollen ist... im Sektor verbleiben keine Operationen. Was? Wieso können wir hier keine machen? Upsala, warum können wir hier keine Operationen machen? Was ist der Grund? We will do. Müssen wir jetzt erst den Ort übernehmen? Müssen wir jetzt erst noch diese ganze Doktorarbeit hier machen und nicht Doktor, Detektivarbeit hier machen und hier ist noch was. We're moving. Diesen Fall lösen, wer den Diesel geklaut hat. Oh Gott, ich hatte gehofft, wir können jetzt einfach mal Munition herstellen. But these soldiers all have muscles that bulge like hard plastic. I prefer a natural bulge. I will lead. So, wie kommen wir jetzt nochmal rüber? Wahrscheinlich hier unten, ne? Da gehen wir jetzt rein. Ab in den Club. Nach Landsbach gehen. So, müssen wir wieder in diesen Club. Hier sollte ich vielleicht mal speichern. Das wird bestimmt nicht gut enden. Wo ist der Haupteingang? Hier vorne. Ja, Mann. Da ist auf jeden Fall jemand, mit dem wir reden sollten. Got a token? Go on inside. Remember, the first rule of nightclub is you do not talk about nightclub. Nightclub oder Fight Club? Let's go. So, hier gibt's Sachen zu klauen. Das wollen wir doch. Sie direkt zuerst mal. Was ist denn hier mit diesen Mörsergeschossen los? Jetzt haben wir schon so viele. Wo kann man die denn reinladen? Also die kann man, das sieht man da oben an dieser an diesem Umkreisen, nee, an dieser Umrandung der Waffe, dass man da das reinstecken kann, aber die Mörser nicht. Wo kann man denn die Mörser mit abschießen? Ich brauche einen Mörser. Mörsergranaten schießt man mit einem Mörser ab und den haben wir nicht. Should we grab what we can? We should grab what... This here club is members only. And I don't remember making you one. How did you even get in here? Give me a good reason why I shouldn't throw you out. Sieh dir diese Münze an. You come from the old German shepherd, huh? Make yourself at home then. But you know the rules, cuz. If this is your first time in nightclub, you have to fight. Das ist echt wie bei Fight Club. Anyways, tell me what's on your mind, cuz. This fine establishment is called Nightclub. Lots of folks come in here to loosen up a bit. After a full shift in Siegfried's mind, everybody needs something to take the edge off. I make sure the edge comes off real nice and smooth. Oh, it's one of those clubs. I have a list of my favorite safe words if anyone needs one. Take a walk around. Chat up the girls. If you want to join the fights, you just pick someone and I'll set it up. Okay. Shit, cuz. If I were you, I'd stay away from that cockroach. The dude would sell his mother's liver for pocket change. You got to make a living if you want to survive in Landsberg. But you got to be careful where you eat and where you shit. Understand what I'm saying? I can never tell where the mole is lying or telling the truth. Okay. Wer hat Siegfrieds Diesel? We're both working for the same man, so I'm tempted to tell you what I know, but I ain't sure yet if that's the right thing to do. Trust don't come easy in Landsberg. Everyone in this town is just looking out for themselves. Was sollen wir denn für dich tun? It's a street drug. Somebody must have given old Siegfried his own supply. Maybe he didn't want to buy from the local dealers. It's on every corner in Landsberg. Didn't you see the junkies?
A few shots of happiness and then your brain turns to tapioca. I guess the old timer must have been using it for his pain. Ja, okay. I'm just stating a fact, cuz we got no relationship. See, I don't know you, so I might just tell you what you want to hear to make you go away. Or I might tell you the truth, but then I'll be breaking trust with somebody else. Now, maybe I could be convinced to do that, but you got to earn my trust first. See the big fella in the back? That's the Bone Crusher. One of the champions here in Nightclub. Fertig, Mann. I want him out of the game, all right? Permanently. Take care of him for me, and I will do something good for you. I'll be crushing your lazy bones, man, if you be trying to get us into some nasty scheme of yours. I like your style, sister. If you're ever thinking of switching professions, don't hesitate to call me, huh? In your dreams, man. Warum erschießt du ihn denn eigentlich nicht selbst? I need his ass beat in the ring, cuz. It needs to look clean. I can't have people thinking they might get shot if they become the next champion. It ain't like that. What's your problem with him anyhow? Been champ too? It's personal. Got it. One last thing, cuz. He's one tough motherfucker. I'd suggest challenging some of the other fighters first to see how you stack up against the competition. Na toll. Wir machen es. Remember, no weapons. It has to be a fair fight. Siegfried von Essen, our holy Führer. Fancy white suit, sharp tongue, and a black heart. You can't miss him. He came to Landsberg several years ago. Didn't take him long to become the boss around here. He owns the land, he owns the mine. Hell, he owns this very nightclub. Everyone's working for the big white man, cuz. Even me. Tja, dann müssen wir mal gucken. Enjoy the fights, cuz. Einen Kampf können wir noch machen, oder? Ich guck mal auf die Zeit. Ja, sind wir schon wieder bei einer Stunde, aber hey, macht ja Spaß. So, erstmal speichern. Schauen wir uns erstmal das hier an. Commando. Das ist neu. Jetzt müssen wir aber mal anfangen, hier zusammenzuräumen. Also, ich habe hier einen Zeitzünder und hier C4. Kann man die kombinieren? Ja. So. Das ist dann das hier. Dann haben wir hier eine Rauchgranate, noch eine Blendgranate. Die können wir doch Barry direkt in die Hand geben. Tränengas, das, das und noch eine Rohrbombe. Okay, so, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Platz. Das hier sind Leuchtstäbe und Leuchtfackeln. Ich weiß gar nicht, wie wichtig die sind. Die machen einen kleinen Bereich und die einen großen Bereich. Ich weiß gar nicht. Ja, wir behalten sie mal. Hier bei diesen ganzen Brechstangen, da können wir mal was loswerden. Das geht mal weg. Wir haben hier nämlich drei Stück. Dann haben wir hier Diamantenlieferung. Die können wir eigentlich verkaufen. Ich wüsste nicht, warum nicht. Wir haben hier noch einen Auslöser. Den braucht eigentlich hier oben. Dann können wir das da reinsetzen. Und jetzt haben wir sogar noch 1, 2, 3, 4 Plätze frei, falls wir noch Waffen finden. So, jetzt müssen wir uns gleich mal das Kommando angucken. Oder vielleicht sogar geht das jetzt schon? Genau. Oder fangen wir mal anders an. 3x9. Vergleichen wir es erstmal mit der MP5. 3x8. Ist schon mal besser. Hier ist die 9mm drin. Hier ist die 5,56er drin. Die 5,56er haben wir aber auch hier drin, wenn ich mich nicht täusche. Ne, haben wir aber auch hier drin. Das ist schlecht, weil dann ist es die gleiche natürlich. Wo ist denn jetzt die Kommando? Hier. Hohe Crit-Chance erhöht Bonus durch Zielen. Ja, was sagt man dazu? Reichweite 20. Vergleichen wir es mal mit einer AK. Die hat 3x10, 24. Die ist 3x9, 20. Aber dafür 9% Crit-Chance. Das ist gut. Und man kann sie natürlich modifizieren. Das müssen wir uns mal angucken. Ah, okay, das kennen wir. Hier gibt es natürlich wieder Scopes. Verringerte AP-Kosten, größeres Magazin, okay. Der Genauigkeitsbonus. Okay, ja, Granatwerfer ist nicht schlecht. Aber ja, also, ich hätte jetzt gedacht, dass die geiler wäre. Aber von dem haben wir nicht so viel Muni und
Die hohen Crits sind natürlich toll, aber noch bin ich nicht überzeugt, die zu nehmen. So, wir schauen jetzt erstmal weiter. Oh Gott, hier sind so viele, gegen die wir kämpfen können. Jetzt wollen wir erstmal looten. Understood. Monica Sundergaard hier. So, gibt es hier unten noch was zu looten? Ich glaube, nein. Dann gehen wir mal hoch. Heading out. Oh ja, hier ist viel Scheiß. Okay. Das hier ist eine Falle. Behaupte mal, dass sie das macht. Erstmal speichern. Super. So. Locked but not for long. Locked but not for long. Hervorragend. Hier ist wieder eine Waffe. Eine HK-21. 8x10. Moment mal gerade. Die hier macht 8x8. Die hier macht 8x8. 36 Reichweite. 30 Reichweite. 30 Reichweite. 8x8. 30x4. 8x10. 30x4. Die ist ja besser. Und die hat 762 NATO. Moment mal, das ist ja genau das gleiche wie die hier. Also, wir haben eine MG42 und eine HK21. Die hier kann man überhaupt nicht modifizieren und die hier schon. Also ich glaube, da haben wir jetzt schon mal einen Ersatz gefunden. Entladen. Hier rüber. Dahin. Nachladen. Zack. Und jetzt mal gucken, was man da modifizieren kann. Ich hätte gerne irgendwas, was bei Überwachen passiert. Größerer Überwachungskegel, zum Beispiel das hier. Das kostet uns noch nicht mal... Doch, das kostet einen Chip. Mist. Das kostet auch einen Chip. Mittlerer Genauigkeitsbonus für Unterbrechenangriffe und noch größerer Überwachungskegel. Das müssen wir eigentlich nehmen. Ja, was soll man da sagen? Das ist natürlich auch krass. Was ist das denn? Keine Streifschüsse, keine Sichtliniengenauigkeitsabzüge. Wahrscheinlich brauchen wir, wenn dann, schon das Ding. Ich behaupte mal, dass wir das jetzt hier nehmen werden. Wir müssen jetzt hier gucken. Größeres Magazin, na gut, wir haben eh kaum Munition. Das Wechseln zu dieser Waffe ist gratis. Die Genauigkeit für die erste Zielenstufe verdoppelt sich. Ich glaube, das Wechseln zu dieser Waffe ist gratis, wollen wir, weil wir wechseln ja die ganze Zeit zwischen Shotgun, also die ganze Zeit, aber wir wechseln zwischen Shotgun und dieser Waffe hin und her. So, was haben wir hier noch? Licht. Nee, das brauchen wir nicht. Okay, hier wird es nochmal interessant. Genauigkeitsbonus durch Zielen, erhöhte Reichweite. Genauigkeitsbonus durch Zielen, erhöhte Reichweite, verbesserte Verlässlichkeit. Verbesserte Verlässlichkeit, verringerte Reichweite, verringerte Haltbarkeit, verringerte AP-Kosten. Wir könnten... Also was ist denn die Reichweite dann? Noch 26. Und hier wäre die Reichweite 36. Das ist verdammt viel. Ich glaube, das müssen wir nehmen. Das kostet aber auch 60 Bauteile. Wow. Aber ist schon geil. Also... Hammergeil, ja. Was hat ein Wolf eigentlich für eine Genauigkeit? Gar nicht mal die größte so, aber okay. Könnten sie natürlich auch Bands in die Hand drücken, aber naja, passt schon so. Passt schon so. Wie kriege ich denn jetzt hier noch den Platz optimiert? Wir verkaufen jetzt erstmal alle Diamanten. So, habe ich 1, 2 Zweier frei, also 4, das ist okay. So, speichern. Weiter. Technik-Check. Ja, come on. Das kann ja wohl Wiki. Hä? Wie viel Technik hast du denn? 96. Und du willst mir sagen, dass das nicht geht. Aha. Eine Liste mit Namen und Nummern. Ein Name lautet der Knochenbrecher. Aha. Da müssen wir jetzt mal nachgucken. Was ist jetzt hier mit dem Knochenbrecher? In der Akte mit dem Titel Hormonlevel sind einige Kämpfer aus dem Nachtclub aufgeführt. Ja, okay. Na und? Okay. Weiter plündern. Noch mehr Mörser. Junge, ey. Irgendwann mal was in die Luft jagen wollen.
Nochmal Infos. I'll be listening. Hier oben ist noch mehr Kram. Of course. Hoping for a new gun, but 762 mm WP Standard. Ich glaube leider, dass das die ist, die wir für die AK nur benutzen, ne? MMWP Standard, ja, davon haben wir jetzt wirklich viel, also zu viel. How can I assist? Ich glaube, wir brauchen tatsächlich noch die ein oder andere AK, die wir einfach mal nehmen können, wenn wir keine andere Muni mehr haben. Weil die verballern wir schon ganz ordentlich. MMWP Match. MMWP Match. Versuche ich nochmal zu gucken. MMWP Standard. Und hier ist jetzt auch ganz viel Match, haben wir jetzt auch. Die Hohlspur. Ich muss mal herausfinden, was die eigentlich alle genau machen, ey. Understood. Was ist da? Ihre Wand scheint ein Loch zu. In der Wand scheint ein Loch zu sein. Ah, da können wir raus, okay. Und dann können wir da rein. Okay. We have agreement. Oh, nee, doch nicht. Upsala, was ist denn hier los? Ja, stopp. Let's get moving. Okay. So. Jetzt muss ich nochmal auf die Uhr gucken. Ich glaube, wir schaffen es doch nicht mehr mit dem Kämpfen. Ich check mal ganz kurz, wie lange die Aufnahme schon läuft. Ja, wir sind schon wieder über die Zeit. Sorry, Leute, ich habe richtig Bock hier drauf, deswegen vergeht die Zeit so schnell. Aber beim nächsten Mal wird gekämpft. Und anscheinend wird beim nächsten Mal hier diese Mine übernommen. Das wäre grandios. Ja, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Drückt immer fleißig auf Liken und habt den Kanal abonniert. Das wäre auch toll. Da würde ich mich sehr freuen. Ich habe, das ist fast peinlich, das zu sagen, aber ich habe einfach noch keinen einzigen Abonnenten dazu bekommen, seit ich dieses Let's Play angefangen habe. Und das ist jetzt schon Folge 11. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Bitte, kommt. Der eine oder andere hat doch bestimmt Lust, hier zu followen und bei den anderen Let's Plays auch dabei zu sein. Also dann, macht's gut, Leute. Ciao.